Wir starten den Zusammenbau mit der Grundform für das Haus. Und als erstes falte ich die Faltlinien vor. Und nur diese Faltlinien hier unten an den Bodenlaschen sind Talfalten. Das heißt, hier knicke ich diese Lasche einmal nach oben um, streiche das schön kräftig aus. Und alle anderen Faltlinien werden als Bergfalte gefaltet. Weil mir das leichter von der Hand geht, drehe ich das Teil einmal um, sodass ich auf die Rückseite schaue, beziehungsweise die spätere Innenseite, und falte jetzt hier einmal von der Rückseite Talfalten. Das heißt, ich knicke hier einmal sämtliche Faltlinien nach oben um, dann hier die Faltlinien am Dach und dann noch die Faltlinien, die hier einmal von oben nach unten verlaufen. So schaut das Ganze aus, wenn wir das Häuschen vorgefaltet haben. Und als nächstes klebe ich jetzt hier einmal außen die Deckseiten auf. Ich benutze hier für die Deckseiten heute wieder die Klebekiste. Die Klebekiste haben wir uns ja neulich im Stream schon mal zusammen angeschaut. Das heißt, ich werde die jetzt nicht mehr großartig erklären. Ich werde sie jetzt heute mehr verwenden. Einen Tipp habe ich da doch noch. Und zwar ist es ganz geschickt, wenn ihr auch mit so einer Klebekiste arbeitet, die Walze nicht immer nur hin und her zu bewegen, sondern die zwischendurch auch immer mal abzuheben und sie neu abzusetzen. Weil wenn man so Flecken hat in der Kiste, so wie ich hier, wo der Leim noch nicht schön verteilt ist, landet es immer wieder an derselben Stelle von der Walze, wenn ich die Walze nur hin und her bewege. Wenn ich die Walze aber zwischendrin immer wieder abhebe, dann verteilt sich das Ganze gleichmäßiger. So, und dann muss man bei den Deckseiten ein kleines bisschen aufpassen, weil wir eben eine Seite haben, wo wir eine Tür haben und eine Seite, wo wir nur Fenster haben. Das heißt, ich muss vorher ganz kurz gucken, was gehört wohin. Und dann kann man, wenn man möchte, sich das auch vorher schon kurz zuordnen. Ich sage das deshalb, weil mir das auch schon passiert ist, dass ich eben einen Moment nicht aufgepasst habe. Und dann habe ich es falsch angeklebt. Und mit der Variante, mit der ich hier klebe, haftet das Ganze sehr schnell, sehr direkt. Und man kann es nicht gut wieder ablösen. Deshalb ist es ganz gut, wenn man vorher sich ganz kurz Gedanken macht, was eigentlich wo genau hin soll. So, jetzt nehme ich mir hier meine erste Deckseite, drehe die um, sodass ich auf die Rückseite schaue und dann trage ich hier mit der Walze einmal Kleber auf der Deckseite auf und dann schnappe ich mir das Ganze und man muss immer so ein bisschen um die Klebespuren drumherum arbeiten. Schau jetzt hier anhand meiner Fensterausschnitte, dass ich das Ganze möglichst passgenau auflege und dann drücke ich das Ganze hier auch schon an. Und wer noch eine saubere Walze zur Verfügung hat, der kann hier auch einfach nochmal mit der sauberen Walze drüber rollen und dann ist dieses Teil auch schon direkt angeklebt. Und ich mache ein kleines bisschen sauber, damit wir direkt an der Stelle weiterarbeiten können. So, als nächstes kommt hier das Teil mit der Tür. Das drehe ich auch wieder um. Hier ist wichtig, deshalb auch wieder der Tipp mit dem Auflegen. Wir haben hier ein rechts und ein links. Da bei den kleineren Häusern, die sind nicht komplett symmetrisch aufgebaut. Die Tür ist links, das Fenster rechts. Deshalb muss man schon gucken, wo hier vorne und hinten ist. Und dann walze ich hier wieder die nächste Klebeschicht drauf. Und zum Ankleben nehme ich gerne eine Pinzette zur Hand, weil dann muss ich nicht so sehr in den Kleber reinfassen. Und dann orientiere ich mich hier wieder an den Fensterausschnitten, puzzle das Ganze hier einmal drauf und walze hier einmal die Deckseite fest. Umso mehr Kleber man aufträgt, also umso feuchter das Ganze ist, umso eher kann man hier das Teil noch so ein bisschen hin und her schieben. Das ist so ein bisschen was, wofür man ein Gespür entwickeln muss. Ich denke immer, lieber habe ich am Anfang ein bisschen zu wenig Kleber dran, weil wenn man mit zu viel Feuchtigkeit arbeitet, also wenn ich den Kleber zu stark verdünne, dann habe ich immer gleich das Problem, dass das Papier eben viel von dem Kleber annimmt und dann irgendwie wellig wird. Das kann ich vermeiden, indem ich mich hier mit meiner Kleberkiste und mit allem so ein bisschen einfach rantaste und das im Endeffekt am Anfang vielleicht eher so ein Müh zu trocken habe und dann lieber nochmal so ein kleines bisschen Kleber nachlege. So, hier, das zeige ich euch nochmal ganz kurz ein bisschen besser von hinten, bevor ich es aufklebe. Da kann man hoffentlich ganz gut sehen, dass der Kleber eigentlich schön gleichmäßig verteilt ist. Vor allem, dass hier in der Spitze noch ein kleines bisschen Kleber fehlt. So, und dann lege ich das hier wieder mit Hilfe der Pinzette möglichst genau auf die Ausschnitte und walze auch diese Deckseite einmal fest. So schaut das aus, wenn ich die Deckseiten aufgeklebt habe. Und als nächstes kleben wir einmal das Transparentpapier auf die Rückseite. Für das Transparentpapier nehme ich sehr gern einen Kleberoller, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir mit meinem Holzleim das Ganze gerne wellig wird. Und ihr seht auch gleich, dass es mit dem Kleberoller wirklich super schnell geht. Das heißt, ich rolle einfach einmal an der unteren Kante lang, rolle einmal hier an der oberen Kante lang und das gleiche dann immer hier nochmal links und rechts. Es ist ein permanenter Kleberoller, den ich hier benutze. Und auch hier in meinem Dach, beziehungsweise hier seitlich vom Dach, bringe ich Kleber auf.
Und dann klebe ich einmal hier auf der Rückseite meine Transparentpapierformen auf. Dabei ist wichtig, dass man die möglichst mittig auflegt. Das Wichtigste ist aber wirklich, dass die Faltlinie frei bleibt. Das kann man eigentlich beim Aufkleben direkt testen, indem man schaut, ob sich die Faltlinie noch schön falten lassen, dass hier eben nichts blockiert. Damit es so ist, sind diese Transparentpapierformen auch geringfügig kleiner gehalten als die eigentliche Fläche, damit man nicht zu übergenau sozusagen arbeiten muss, ist da ringsherum ein ganz kleines bisschen Platz gelassen, damit man eben die Faltlinie in der Beweglichkeit nicht beeinträchtigt. Jetzt habe ich hier meine Fensterausschnitte mit Transparentpapier hinterlegt. Dieser Schritt ist natürlich optional, das heißt, ihr könnt das Transparentpapier auch weglassen, wenn ihr wollt. Aber ich finde, man hat eine hübschere Lichtstreuung. Das Ganze wirkt viel gleichmäßiger beleuchtet, wenn man die Form mit Transparentpapier hinterlegt, als wenn man das Ganze weglässt. Ich drehe das Teil jetzt einmal, sodass ich hier wieder auf die Rückseite schaue. Und wir kleben zuerst die Bodenklebelaschen. Dafür klappe ich jetzt die Lasche, die hier dieses zusätzliche Faltsegment hat, einmal nach oben um. Und hier dieses zusätzliche Segment einmal zu mir. Auf diesem Segment trage ich jetzt Kleber auf. Da kommt mein normaler Holzleim wieder zum Einsatz, diesmal aber in einer Spitzenflasche. Und hier diese spitze Lasche klappe ich auch nach oben um. Und jetzt klappe ich die beiden Hälften hier aufeinander. Drücke das Ganze hier erstmal nur leicht an und dann öffne ich die Verbindung. Und jetzt kann ich hier nochmal kontrollieren, ob das wirklich genau passt, dass ich hier mit der Kante wirklich auch genau der Faltlinie folge. In meinem Fall würde ich sagen, ich kann das noch so ein kleines bisschen nach außen korrigieren. Deshalb habe ich hier auch etwas mehr Kleber verwendet, weil mit etwas mehr Kleber ich diese Klebeverbindung leichter noch an Ort und Stelle rutschen kann. Wenn ich weniger Kleber nehme und das Ganze feststreiche, dann ist es ziemlich direkt fest. Deshalb benutze ich hier ein kleines bisschen mehr Kleber, dass ich das so ein bisschen zurechtrücken kann. Das gleiche mache ich hier auf der zweiten Seite. Das heißt, ich klappe hier einmal die beiden Laschen wieder nach oben um. Trage hier auf dieser zurückgeklappten Lasche den Kleber auf und klappe jetzt hier beide Laschen aufeinander. Das heißt, hier entlang der Faltlinie falte ich das Ganze um, drücke das nur leicht an, dann öffne ich hier mein Häuschen und korrigiere auch hier wieder so einen halben Millimeter, um das wirklich schön kantenbündig zu kleben. Und damit haben wir die beiden Seiten schon geklebt. So, und jetzt muss ich nur noch die Kante verschließen. Beim Zukleben der Kante ist wichtig, dass ich die jetzt nicht einfach so aufeinander lege, denn dann würde ich mir versehentlich hier unten diese Bodenklebelasche mit ankleben, sondern ich trage jetzt hier gleich Kleber auf und stecke das Ganze dann hier seitlich einmal so ein, damit wirklich meine Klebelasche nur hier an dem Häuschen vorne quasi festklebt und nicht an der Bodenklebelasche. Das heißt, man muss hier die Teile so ein kleines bisschen aneinander vorbeiführen. Das heißt, hier trage ich den Kleber einfach von außen auf und dann hänge ich das Ganze hier seitlich einmal ein und zum Zukleben kann ich auch hier wieder erstmal schön Druck auf die Verbindung bringen, kann das Ganze hier wieder aufklappen, kontrollieren, dass es passt, dass ich auch wirklich hier oben schön bündig liege und dann drücke ich die Verbindung schön fest und damit ist hier mein erstes Häuschen vom Unterbau her auch schon fertig. Ich kann jetzt gleich hier das Ganze einmal zuschieben, das Döschen schließt sich quasi am Boden und damit ist das Häuschen als solches auch schon vorbereitet. Als nächstes werfen wir einen Blick auf das Dach. Beim Dach, egal welche Variante man nutzt, startet man auch damit, dass man hier einmal das Dach als solches mit der Deckseite versieht. Damit ich wieder besser sehe, wo genau die Mitte ist, falte ich dafür zuerst die Faltlinie in der Mitte vor. Das heißt, ich falte hier eine kräftige Bergfalte und dann klebe ich hier rechts und links diese beiden Teile auf. Das heißt, ich nehme hier wieder einmal Kleber auf meine Walze auf und dann rolle ich den einmal hier von unten auf meine Dachform. Und dann positionieren wir das Ganze möglichst mittig auf unsere Dachhälfte und rollen die Klebeverbindung wieder gut fest. Und das gleiche mache ich hier mit der zweiten Deckseite. Und dann kann ich das Ganze einmal hier auf die zweite Dachhälfte puzzeln und festrollen. Jetzt wird wieder kurz geputzt. So sieht das Dachteil von außen aus und jetzt fehlt uns noch diese Innenkonstruktion und hier wird jetzt auch wieder zuerst vorgefaltet und ich beginne diesmal hier in der Mitte mit einer Talfalte. Das heißt, hier knicken wir die beiden Dachhälften einmal aufeinander und öffnen das Ganze wieder. Dann falte ich hier außen entlang der äußersten Faltlinie auch eine Talfalte. Dafür fixiere ich hier dieses untere U und knicke den oberen Teil einmal zu mir um. Und die nächste Faltlinie ist eine Bergfalte, das heißt, ich kann hier direkt gegenfalten. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite, das heißt, ich drehe das Teil einmal um. Hier ist mein U, hier ist die erste Faltlinie und hier knicke ich eine Talfalte, das heißt, ich knicke das obere Teil einmal zu mir und entlang der nächsten Faltlinie knicke ich das Teil einmal wieder in die Gegenrichtung.
und ziehe die Faltung anschließend auseinander. Jetzt fehlen uns nur noch die Faltlinien hier an diesen kleinen Zusatzstreben. Wenn man ein größeres Dach umsetzt als dieses kleine, dann hat es mitunter mehr Zusatzstreben. Das unterscheidet sich je nachdem, welche Dachvariante man umsetzt. Das Vorgehen ist aber trotzdem immer identisch. Und zwar knicke ich diesen vorderen Teil hier einmal nach oben um. Das ist eine kleine Klebelasche. Und hier hinten dran gibt es nochmal direkt eine Faltlinie. Da knicke ich eine Bergfalte, das heißt, ich knicke das Ganze einmal so nach unten um und dann wieder nach oben. Das heißt, hier geht es wirklich nur ums Vorfalten, einmal nach unten und wieder nach oben. Und das Gleiche mache ich auf der anderen Seite. Zuerst die Klebelasche einmal zu mir und dann einmal hier entlang der nächsten Faltlinie nach unten und wieder nach oben und auch hier nach unten und wieder nach oben. Und damit sind alle Faltlinien vorgefaltet. Hier ganz am Rand, die beiden äußersten Faltlinien sind Talfalten. Dann die nächste Faltlinie zur Mitte hin gesehen ist eine Bergfalte. Dann haben wir hier die kleinen Bergfalten, die wir zuletzt gefaltet haben. Die Talfalten direkt an den Klebelaschen und die Talfalte ganz in der Mitte. So, und dieses vorbereitete Teil klebe ich jetzt einmal von unten auf mein Dachteil. Das heißt, ich drehe das um, sodass ich auf die Rückseite schaue und ich beginne mit einer Seite, indem ich hier auf dieses U ringsherum Kleber auftrage. Das Ganze wird hier außen kantenbündig angeklebt. Auf welcher der beiden Dachseiten ist egal, die sind ja genau symmetrisch. Und ich schaue auch wirklich hier, dass das Ganze wirklich schön der Außenkante folgt, dass hier nichts übersteht. Deshalb habe ich auch hier wieder eher ein bisschen mehr Kleber aufgetragen, weil ich dadurch meine Klebeverbindung schön schieben kann und eben genau diese Randkorrektur ganz gut durchführen kann. Und wenn der Außenrand festgeklebt ist, dann klappen wir hier das Ganze einmal entlang dieser ersten Talfalte zu uns um. Und in diesem umgefalteten Zustand kann ich jetzt hier auf diese kleinen Klebelaschen Kleber auftragen und die einmal von mir weg auf die Dachfläche kleben. Ich bringe hier schön Druck auf diese Klebeverbindung, denn als nächstes kann man jetzt hier diese Kante einmal vorsichtig anheben und das Ganze von sich wegschieben und dann klappt sich hier das Ganze schon vom Mechanismus her schön hin und her. Ich zeige das auch gerade nochmal von der Seite, wie das jetzt aussieht. Da müsste so eine Art kleine Röhre entstehen, durch die man durchgucken kann. Und genau diese Stützfunktion erfüllen diese zusätzlichen Streben, die wir hier einmal nach unten umgelegt und festgeklebt haben. Und das Schöne ist auch, wenn wir das Ganze hier einmal so zu uns ziehen, dann liegt die andere Seite hier eigentlich auch außen schon bündig, direkt wieder zum passgenauen Ankleben. Das heißt, ich klappe jetzt das Teil einmal so auf, trage hier auf der zweiten Seite auf diesem U wieder Kleber auf und dann klebe ich auch hier diese zweite Seite möglichst passgenau, kantenbündig, einmal hier außen an. So, dann lege ich das auch so vor mich, wie ich das mit dem anderen Teil gerade gemacht habe. Das heißt, hier liegt jetzt diese frisch angeklebte Seite einmal vor mir. Und dann klappe ich das ganze System wieder mit dieser Faltlinie hier einmal zu mir um. Und in diesem zu mir umgeklappten Zustand kann ich jetzt wieder diese zusätzlichen kleinen Klebelaschen von den Querstreben einmal mit Kleber versehen und nach oben umschlagen. Das Ganze drücke ich wieder kurz an und dann kann man hier auch schon gegenfalten. Und damit ist hier dieses ganze Dachsystem befestigt. Dass alles passt, sieht man dann eben daran, dass wenn man dieses ganze Teil einmal so gerade aufstellt, man hier rechts und links diese Rechtecke bekommt, durch die man durchsehen kann und dass das Ganze sich jetzt hier entsprechend beim Öffnen und Schließen schön mitbewegt. Ja, und damit habe ich hier auch schon das komplette Dach zusammengesetzt und kann das Ganze einmal hier von oben auf mein Haus aufsetzen. Ich persönlich bin ein größerer Fan von dieser Dachvariante, weil das in sich einfach alles stabiler ist. Trotzdem habe ich euch auch die einfache Variante mit in die Datei reingepackt. Wer also sagt hier, das mit diesen kleinen Streben, die man hier kleben muss, das ist mir zu fiddelig, da habe ich keine Lust drauf, der kann alternativ auch die einfache Dachvariante umsetzen. Wir falten hier die Faltlinien auch bei dem einfachen Dach einmal vor. In der Mitte wieder zuerst mit der Bergfalte. Und dann kann man das Ganze direkt schon umdrehen, sodass man auf die Rückseite schaut. Und von der Rückseite gesehen falte ich jetzt hier erst eine Talfalte und dann eine Bergfalte. Das heißt, das Ganze wird hier einmal gegengefaltet. Auf der anderen Seite das Gleiche, erst die Talfalte, dann die Bergfalte. Und bevor ich das jetzt hier festklebe, wäre hier auch wieder wichtig, die Deckseiten aufzukleben, wenn man mit Motivdeckseiten arbeiten möchte. Das heißt, auch hier würde ich zunächst einmal die Deckseiten wieder schön passgenau aufkleben. Und dann dreht man das Ganze um und trägt hier auf dem rechteckigen Segment einmal Kleber auf und klappt das hier zur Dachseite hin, streicht hier die Klebeverbindung gut fest. Und dieses obere Flügelchen, das wird nicht festgeklebt, das bleibt einfach lose. Das Gleiche auf der zweiten Seite. Auch hier kleben wir das rechteckige Segment hier einmal am Dach fest.
Und das war's hier auch schon mit dem Dachzusammenbau. Das heißt, es geht wirklich nur darum, hier dieses Segment links und rechts zu kleben, damit die Flügelchen so ein bisschen zur Mitte hinrücken. Und dann kann man das Ganze auch wieder hier mit den einfachen Flügelchen von oben auf das Dach aufsetzen. Und man merkt schon, dass es hier einfach ein kleines bisschen fiddeliger ist. Aber wenn es schnell gehen soll und wenn man wirklich das Ganze auf 2 Klebelaschen reduzieren möchte, dann kann man eben auch diese schnelle Dachvariante basteln.